Hallo liebe Technikfreunde, herzlich willkommen beim Produkttest von David. Das Vitalwerk wünscht euch viel Spaß beim nächsten Video. Ja, so funktioniert es auf jeden Fall. Hätte mir das mal einer früher gesagt. Das denkt man sich vielleicht oft, wenn man mit dem RS2 versucht, das eine oder andere zu machen, was der Gimbal eigentlich kann. Es ist Januar 2021, ob es früh genug ist, weiß ich nicht. Aber ich habe so einige Sachen zusammengestellt, die dir dabei helfen können, mit dem RS2 das zu erreichen, was vielleicht auf der Verpackung steht oder das, was du vorhast. Das heißt, wer jetzt denkt, dass wir in die Software oder in die Hardware hacken und ich euch hier die Hacker-Tricks weitergebe, so wird es nicht. Es sind einfach die Tipps, die ich mitgenommen habe, nachdem ich jetzt 8 Drehs mit dem Gimbal absolviert habe. Und festgestellt habe, er kann super viel, aber man muss wissen wie und viele Sachen lassen sich noch optimieren. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Auf jeden Fall eiskalt, denn der Gimbal stand jetzt auf dem Balkon. Vielleicht erinnert ihr euch, im ersten oder zweitem Video habe ich das auch versucht, um die Reichweite des Raven Eye zu testen. Und genauso wie der Gimbal jetzt noch verbunden ist, so war er auch verbunden, als wir gerade draußen waren. Das heißt, die Entfernung des RS2 reicht auf jeden Fall aus, um, wie im zweiten Video schon gesagt, bis dort hinten zu kommen. Man muss nur wissen, wie. Und wie das Ganze geht, ist, man muss die Wi-Fi-Einstellung des Raven Eye händisch ändern, und zwar in den Frequenzbereich 2,4 GHz. Da ich die Credits für diesen Tipp nicht an mich nehmen will, ich habe das Ganze erfahren, weil es unter den Kommentaren stand. Vielen Dank an Frank Simons Film, der mir den Tipp gab, die Frequenz manuell umzustellen, und siehe da, aktuell habe ich keine Probleme mehr mit der Reichweite. Ein weiterer Tipp, der mir das Leben massiv erleichtert, wenn ich den Gimbal benutze, hat etwas mit den Schnellverschlussplatten oder den Quick-Release-Platten zu tun. Am Gimbal selbst, wie ihr schon wisst, gibt es verschiedene Platten. Es gibt hier einmal die Manfrotto-Platte. Wenn ihr die auf eurem anderen Gear benutzt, könnt ihr natürlich das verwenden. Dann gibt es hier noch die AK Swiss-Platte. Die ist ein System, was auch sehr oft genutzt wird. Aber wie ihr hier sehen könnt, ich benutze auf diesem ganzen Platten noch eine andere. Und zwar ist das der 6026 Quick Release Adapter von Kaiser. Und warum ich mir die Mühe mache, keine der beiden Platten zu benutzen, die schon dabei sind, sondern eine andere, ist, diese Platte bringt den Vorteil mit sich, dass ihr die Kamera um 90 Grad verdreht auf dieser Platte befestigen könnt, so wie hier. Das bringt meines Wissens nach kein anderes System mit sich und hatte natürlich beim Ronin selbst nicht wirklich einen Vorteil, denn ihr würdet sehr ungern die Kamera jetzt hier so positionieren, um 90 Grad verdreht. Es ist aber so, ich suche eine Lösung für all mein Equipment, und auf Slidern bringt das Ganze den Vorteil mit sich, dass ihr einerseits den Fahrweg mit dem Slider habt, also in Richtung die Kamera in Richtung des Objekts, und ihr könnt die Kamera dann so wie hier um 90 Grad drehen, was auch ganz zügig geht, gut Release. Und könnt jetzt nun die Fahrbewegung
des Sliders von links nach rechts verwenden. Und das geht ruckzuck. Also es ist Quick Release. Ihr macht es ab, verwendet sie um 90 Grad gedreht. Und für mich ist es ein super Vorteil. Durch diesen Adapter baut ihr auf dem Gimbal natürlich etwas auf. Das hätte vielleicht bei den Vorgängern oder bei meinem Weebill S das Problem, dass ihr hier nicht mehr genug Spielraum habt, um die Kamera auszutarieren. Das ist aber bei dem RS2 ganz unproblematisch. Bisher hatte ich da keine Probleme. Falls ihr euch für diese Quick-Release-Platte interessiert, verlinke ich die, so wie alle anderen Sachen, unten in der Videobeschreibung. Und vielleicht habt ihr es auch schon hier gesehen, das wäre nämlich schon mein dritter Tipp. Und zwar, wo wir beim Thema Quick-Release sind, gibt es zwar von anderen Herstellern, aber solche Quick Releases für das Tripod-Stück. Und vielleicht kennt ihr das von eurem RS2, wenn ihr den Tripod hier anbringen wollt, müsst ihr das Ganze aufschrauben. Ihr müsst also das gesamte Gewinde abdrehen, um es dann an einer anderen Position, ich hole mal kurz dir, um es zum Beispiel im Briefcase-Mode hier hinten anzubringen. Wenn ihr aber diese Quick-Release-Platten benutzt, dauert das Ganze genau so lange. Und ihr habt das, der Gimbal ist aus. Und ihr könnt es hier verwenden, kein Schrauben, kein Drehen. Und ihr könnt das Ganze hier verwenden. Der Vorteil ist, das Package kommt mit zwei Adapterplatten und zwei dieser Aufnahmen. Und ihr könnt zum Beispiel etwas anderes anbringen. Nicht nur den Tripod von DJI, sondern vielleicht einen Verlängerungsarm, sodass ihr einen weiteren Weg habt, einen Kraneffekt oder ähnliches. Das Produkt ist nicht von DJI, das ist von Jun. Es ist von Jun das Transmount Quick Setup Kit. Funktioniert aber in meinen Augen ziemlich gut auch am Ronin, also am RS2. Das Einzige, was ich als Detail dazu sagen möchte, das Ganze hat minimalen Spiel. Und ich persönlich habe festgestellt, wenn ihr die Schnellkalibrierung macht, ist es von Vorteil, wenn ihr den Gimbal dabei festhaltet. Also er hat ein klein wenig mehr Spiel. Ich versuche das mal hier abzubilden. Und deswegen würde ich beim Kalibrieren einfach die Hand festmachen. Dadurch habt ihr ein bisschen mehr Widerstand. Und ansonsten gibt es kein Problem in der eigentlichen Verwendung. Das ist sogar super praktisch. Ein weiterer Tipp, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist eine Einstellung im Menü, mit der ich am Anfang ehrlich gesagt nichts anfangen konnte, weil es sie so in keinem Gimbal gab, den ich vorher hatte. Ich muss aber sagen, sie ist super praktisch und da handelt es sich um die Einstellung Push. Push gibt euch die Möglichkeit, den Gimbal von Hand so auszurichten, wie ihr das braucht und ab dem Moment dann weiterzuarbeiten in der Einstellung, die ihr vorher festgelegt habt. Habt ihr Push nicht aktiviert, wird der Gimbal-Motor immer gegen euer Versetzen ankämpfen. Ich würde sagen, wenn ihr das Gefühl habt, beim Dreh vielleicht blöderweise irgendwo dran zu geraten, dann könnt ihr Push ausmachen. Aber ich muss ehrlich sagen, sobald ihr mit irgendeinem dieser Motoren, dieser Arme irgendwo dran gerät, ist der Take sowieso versaut. Deshalb Push würde ich auf jeden Fall immer anlassen. Ihr könnt es für so viele Sachen verwenden und ihr seht, diese Einstellungen, die bisher bei all meinen Gimbal völlig normal waren, funktionieren mit Push, mit der Einstellung Push beim RS2 genauso. Eine weitere Einstellung, die euch das Leben erleichtern kann, findet ihr in der Ronin App. Und zwar könnt ihr bei eurem Benutzerprofil die Profile M1, 2 und 3 ganz genau so einstellen, wie ihr sie braucht. Und das Ganze könnt ihr dann per Schnellzugriff über die Taste M
hin und her schalten. Dort ist es also nicht nur möglich, einzustellen, in welchem Verfolgungsmodus ihr seid, das auf jeden Fall auch, aber zudem könnt ihr die Verfolgungsgeschwindigkeit einstellen, das Totband einstellen und ob ihr das Push aktiviert haben wollt und wie genau. Zudem gibt es hier noch einzelne Details zur Steuerung, wie die Kamera ausgelöst wird. Und in meinen Augen, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, die M-Taste zu benutzen, wenn man etwas ändern möchte, man hat ja eigentlich für die konventionellen Sachen vielleicht 2 oder 3 Einstellungen. Wenn man die ganz schnell mit der M-Taste umswitchen kann, sehe ich das als riesigen Vorteil. Eine Sache, die man sich auch noch ansehen sollte, ist die erweiterte Kalibrierung. Dort werdet ihr gefragt, ob die Achsen gesperrt sind und dann führt ihr das Ganze aus. Das dauert etwas länger als die normale Kalibrierung, die ihr hier aus dem Menü kennt. Ich habe aber festgestellt, dass wenn ihr den Gimbal komplett befüllt habt mit dem Fokusmotor, mit einer großen Linse, da kann es von Vorteil sein, wenn ihr diese erweiterte Kalibrierung mal durchführt. Ansonsten kann es zu kleinen Bewegungen und Rüttlern kommen. Vielleicht kennt ihr das auch schon, dass wenn der RS2 nicht richtig austariert ist, ihr so ein ganz kleines Wackeln da habt. Einen kleinen Tipp zur automatischen Anpassung, die ihr vom Startbildschirm des Gimbals kennt und die ihr wahrscheinlich vor jeder Anwendung einmal durchführt. Ein kleiner Tipp dazu, den findet ihr in der App, und zwar dort, wo ihr diese automatische Anpassung auch durchführen könnt. Ihr könnt nämlich den Auslöser vorne und die M-Taste für 4 Sekunden oder länger gedrückt halten und die automatische Anpassung wird auch so durchgeführt. Das heißt, egal wo ihr euch gerade im Menü befindet, so könnt ihr die Anpassung auch durchführen. Last but not least hätte ich noch einen Tipp, wenn ihr mit dem Gimbal unterwegs seid, vor allem auf Events, die den ganzen Tag dauern, wie zum Beispiel eine Hochzeit oder ein anderes Event. Die Ladung des Handgriffs, die ist auch möglich, während ihr den Gimbal benutzt, aber nicht nur da, sondern wenn der Gimbal aus ist und ihr eine Powerbank habt, die 24 Watt Power Delivery hat, könnt ihr relativ schnell den Gimbal aufladen. Die DJI Seite sagt von 0-80% in 1,5 Stunden. Was ich praktischer finde, ist von 0-30 oder von 30-50. Das geht innerhalb von 1/2 Stunde ganz entspannt und innerhalb von 15 Minuten seid ihr eigentlich wieder einsatzbereit. Es gibt auf jedem Event einzelne Bereiche, wo ihr den Gimbal vielleicht gerade nicht benutzt. Und da wäre mein Tipp, legt euch eine Powerbank mit USB-C zu USB-C Kabel einfach zum Gimbal dazu, so als wäre es Teil des ganzen Sets, ist es leider nicht. Und ihr könnt per Power Delivery sehr schnell laden. Ich habe jetzt mal geschaut, ich habe euch diese Powerbank verlinkt. Die ist ziemlich groß, kostet natürlich auch etwas, hat aber 24 Watt Power Delivery. Wenn ihr euch den Preis anseht, sollte man darüber nachdenken, braucht ihr die wirklich nur für den RS2, dann würde ich eher in einen Grip investieren, der aktuell 97 Euro kosten soll, in Deutschland aber noch nicht lieferbar ist, separat. Aber wenn ihr die Powerbank sowieso für andere Sachen benutzt, die ist schon schön groß und das Ganze ist auch super schnell, dann würde ich eher zur Powerbank greifen. Es ist natürlich sexy und einfacher, wenn ihr 2 Grips habt. Das waren meine Tipps zum RS2 und solltet ihr weitere Tipps haben oder mit irgendetwas, was ich gesagt habe, nicht ganz klarkommen, schreibt es in die Kommentare und vielleicht finden wir noch weitere Tipps in den Kommentaren, die uns hier weiterhelfen. Und was bringt uns noch das Jahr 2020? Für mich, das lässt sich daran zwar nicht erkennen, aber für mich gibt es eine relativ große Veränderung. Versuche ich mich daran. Relativ große Veränderung, weil ich schon immer mit Canon-Kameras gefilmt habe oder auch
Fotos geschossen habe. Aber was diese Kamera können soll, das hat mich auf die Idee gebracht, es einmal mit Sony zu probieren. Rheinfelden oder Rheinfelsen? Rheinfelden. Vielen Dank dabei auch an Foto Dockhorn in Rheinfelden, an den Thomas Dockhorn, den ich angerufen habe, ob er die Kamera vor Ort hat. Er hat gesagt ja und am selben Tag hat er sie mir noch geliefert. Bezahlung per PayPal, alles völlig unproblematisch. Also vielen Dank dafür. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr auch an Content zu Sony-Kameras interessiert seid und wie die Sony-Kamera mit dem Ronin funktioniert, bleibt auf jeden Fall dran. Und als kleiner Spoiler, um mit dem Ding richtig zu filmen, da muss man einiges an Einstellungen erst einmal vornehmen. So.